War der Ton. Und der Ton war Klang und der Klang war tief und lang. Und wie ein Sturmwind schwoll er an und endete in Donner und Blitz. Und dann, aus keinem Raum und in keiner Zeit, entstand in 10 hoch minus 36 Sekunden das All. Thank you.
kollidierte mit einem Asteroiden aus den Trümmern bildete sich der Mond und er hält die Erde mit seiner Anziehungskraft im richtigen Abstand von der Sonne. Das Eis schmolz, in Meeren entstand Leben, entwickelte sich zum Menschen und der lebt im Einklang mit den Jahreszeiten. Dem Mond sei Dank. Mein Herz sei wie eine Silberschale, die sich mit Schnee füllt im vollen Mondlicht. Shingetsu. Der Fluss Jura, der unser Dorf fließt. Es dauert 3 Tage mit dem Kanu bis zum Meer. Und da entstand ein Lied. Thank you.
unserem Dorf aus bis zum Meer sind es 1,5 Stunden mit dem Fahrrad über einen 87 Meter hohen Pass. Und da passt dieses Lied, Yamagoe, immer dazu, über den Berg. Und was kommt hinter dem Berg? Das kommt als nächstes Lied. Unzugängliche bewaldete Berge.
Flüsse fallen dem Meer entgegen, erst auf den letzten Kilometern breiter werden. Sie bringen Nahrung aus den Bergen, auf dass das Meer wächst und es Futter für die Fische gibt. Die Götter der Berge, das sind die Bäume, die ihre Wurzeln in die fruchtbare Erde krallen und die Flüsse, die sie ihnen entreißen bei der Schneeschmelze oder nach einem Taifun. Die Götter der Meere, das sind die Strömungen, die das warme Wasser aus der Südsee von Okinawa bis hoch in den Norden zur Insel Hokkaido bringen und das Klima regeln. Und daher kamen auch die Menschen. Auf leichten Balsabooten aus der Südsee und über die Tsushima-Meerenge vom eurasischen Festland in ihren schweren Schiffen, diejenigen, die ihre Pferde mitbrachten und Werkzeuge aus Eisen und die Kunst des Reisanbaus. Und sie brachten ihre Götter mit. Und man glaubt es nicht. Die alten Götter luden die neuen Götter ein, sie zechten zusammen und dann zeigten sie ihnen das Land. Es ist unglaublich. Thank you.
mehrere dicht bewaldete Inseln. Aber immer in Bewegung. Das letzte Stück ist ein Volkslied aus Fukushima, einer Stadt, die zur Hälfte nicht mehr bewohnbar ist. Ich bin dort in der Gegend über die Trümmer gelaufen und habe die alten Stücke gespielt und dort Menschen getroffen und ihnen zugehört. Das ist die Aufgabe der Komusso-Leinmönche. Und sie haben mich dieses Lied gelehrt.